Nichts los hier? Oh, doch! Liebe Zuschauer, heute beschäftigen wir uns mal mit einer Kampf- und Kraftsportart. Und dazu sitzt Robbie Boosdorf an meiner Seite. Er ist der Vorsitzende des Hoyerswerder Ringervereins. Nun, der Verein heißt ja TuS Empor. Was heißt das übersetzt? Turnen- und Sportbund. Ja, Turnen- und Sportbund Hoyerswerda. Was muss denn ein guter Ringer überhaupt können? Der muss athletisch gut sein, Kraft muss er haben, Gelenkigkeit muss er haben, Spritzigkeit muss er haben und einen Willen zum Siegen. Gibt es Einschränkungen, was man überhaupt nicht machen sollte? Ja, wie gesagt, wir machen Wettkampfbetrieb und wir machen Freizeitsport, also bei uns kann jeder kommen. Als Ringer, wenn du Wettkämpfe machen möchtest, wie gesagt, dann muss schon athletisch ein bisschen fit sein. Ansonsten kann eigentlich Ringkampf jeder machen. Ob Junge oder Mädel, das ist egal. Wenn ich so anfange mit Trainieren, wann kann ich ungefähr rechnen, wann habe ich meinen ersten Wettkampf? Ja, der gerade reinkommt, der ist 5 Jahre, der 6 Jahre, der hat mit 5 Jahren angefangen. Also man möchte schon 5, 6 Jahre sein, wenn man Erfolge haben möchte. Mhm. Verletzungen gibt es ja bei jedem Sport. Was sind denn so die Knackpunkte beim Ringen? Arm ausgekugelt. Ja, Schlüsselbeine gebrochen, öfters mal Nasenbluten, Sprunggelenk gebrochen, ja, so. Aber es geht eigentlich. Wir halten uns noch in Grenzen. Mhm. Nun, Ringen ist ja eine Kampfsportart. Wollen wir nicht einfach mal auf die Matte gehen und du zeigst mir dort was? Gerne. So, dann zeig uns doch mal, wie so ein Kampf richtig geht. Jo, gerne. Also wir kommen zur Mitte. Eine rot, eine blau, das wird ausgelost. Geben wir uns die Hand, machen Kampfstellung und der Kampfrichter pfeift. Und jetzt probieren wir in den Griff zu ziehen. Wir gehen ran am Mann, probieren nochmal in den Griff zu ziehen, gehen ran. Und wenn das Bein vorne ist, zum Beispiel beim Freischringkampf, gehen wir rein, machen Oberschenkelgriff zum Beispiel, gehen wir Oberschenkelgriff, machen einen Bund. Und gut. Jetzt pfeift der Kampfrichter wieder ab. Ich habe 3 Punkte gekriegt. Wir gehen wieder zur Mitte. Und dann eigentlich pfeift der Kampfrichter wieder an. Oder ich habe 15 Punkte jetzt erreicht. Und ich habe die auf die Schulter gelegt. Da ist der Kampf vorbei. Mhm. Zum Abschluss geben wir uns wieder die Hand. Gehen wir zu den jeweiligen Trainer. Mhm. Geben die jeweiligen Trainer in die Hand und dann freuen wir uns, dass wir gewonnen haben. Dann sage ich jetzt nur noch, dann gucken wir uns jetzt mal an, wie so ein Kampf richtig aussieht. Gut, so stehen wir. Jetzt ziehe, komm, reindrehen und ziehe, komm, ziehe! Und festhalte. Super, gut. So, Erik hat einen Armdreh schon gezogen, er hat den Mann auf die Schultern gelegt, damit ist er Sieger. Gut. Ja, und ich danke dir für das Interview. Gerne.